Ihr kennt ihn alle. Graf Dracula. Aber gab es den Vater aller Vampire wirklich oder hat sich Bram Stoker diese Figur nur ausgedacht? Tatsächlich gab es ein Vorbild. Im Mittelalter lebte in Siebenbürgen, also Transsilvanien, ein grausamer und erbarmungsloser Herrscher mit dem Namen Vlad Dracula. Seinen Beinamen der Fehler hatte er nicht von ungefähr. Es war ihm eine Freude, seine Feinde auf grausamste Art und Weise zu töten. Und einer der grausamsten war das Fehlen der Menschen. Hin und wieder soll er sogar das Blut seiner Opfer getrunken haben. Dieser grausame Herrscher und die Legende von Wiedergängern brachten Bram Stoker dazu, den Fürst der Finsternis zu erschaffen. Eins sei noch gesagt. Als das Grab von Vlad dem Fehler geöffnet wurde, war dort kein Leichnam zu finden. Das Grab war leer.